diese Bilder bekommen wir selten zu Gesicht. Moderatorin und Unternehmerin Judith Williams gewährt uns bei einem Schlossbesuch endlich wieder private Einblicke in ihre Patchwork-Familie. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Alexander Klaus und den Töchtern Sophia und Angelina erkundet die 47-Jährige ein altes Schloss in London. Uns fällt sofort auf, die 10-jährige Angelina ist ganz schön groß geworden. Eigentlich kennen wir die jüngste Tochter von der Homeshopping-Queen Judith doch eigentlich als kleines Mädchen, aber mit ihren langen braunen Haaren und ihrer Körpergröße entwickelt sie sich zunehmend zu einer jungen Frau. Optisch scheint sie dabei ganz nach Mama Judith zu kommen. Sie sieht ihr immer ähnlicher. Auch wenn Angelina ihrer Mutter vielleicht vom Äußeren immer ähnlicher wird, sie scheint trotz allem in die Fußstapfen ihres Vaters treten zu wollen. 2017 gab sie nämlich an seiner Seite in dem Rosamunde Pilcher-Film ihr Schauspieldebüt. Nur das Kulturprogramm ihrer Mutter scheint ihr nicht ganz zu gefallen. Zu viel Kultur, sagen die Kinder in den Ferien. Wir hätten zu viel Kultur. Oh, gutes Zeichen. Auch ihr Vater, Schauspieler Alexander Klaus, scheint eine kleine Verschnaufpause zu brauchen. Das kommt bei Selfmade-Millionärin Judith allerdings nicht in Frage. Sie ist gewohnt ehrgeizig und teilt ihre Erlebnisse im Schloss fleißig auf Instagram. Na dann wünschen wir Ihnen noch viel Spaß und freuen uns auf weitere Schnappschüsse aus der Williams-Stecher-Familie.